wie ich meine Frau geheiratet habe, für daheim. Im Laden hatte ich ja schon immer welche. Und ich weiß, wie hier, nächste Woche in 14 Tagen kommen ja die Bayreuther nochmal, die haben das ja auch immer. Und wo ich da erzähle, erzähle ich diese Geschichte mit meinem ersten Computer, 81, der hat 120.000 Mark gekostet. Und dann haben die ein wenig geschaut, der war lächerlich. Das, wenn du heute sagst, ich kann dir die Daten gar nicht mehr sagen, ein Megahertz Taktfrequenz und den Rest kann er da gar nicht mehr sagen. Und dann war der Dieter dabei, der Apotheker von der Christabel morgen kommt, und der hat dann gelächelt, der hat dann zu André gesagt, der hat dann zu 92, glaube ich, hat er seine zwei Apotheken oder die Apotheke mit dem Computer ausgerechnet und sagt, der hat 94 oder 98.000 Mark gekostet. Oh. 92. Auch eine Krücke, wo heute jede Armbanduhr, unsere Handykamera, das Ding hier ist jetzt so brutal von der Rechenkapazität und von der Speicherkapazität, was du für ein paar Euro in der Hand hast, ist brutal, 100.000-fach schneller und hat mehr Speicherkapazität wie das, was 98.000 Mark kostet. Aber worauf ich jetzt hinaus will, dass 1994 habe ich damals geschaut, was gibt es überhaupt zu kaufen, und da war damals State of the Art zu kaufen am Prozessor, was offiziell war ein 30 MHz Prozessor, 94. Und da hat es geheißen, ich als Elektroniker bei mir im Laden, voll informiert, hat es geheißen, es wird im Gespräch ein Pentium Prozessor kommen, der wird dann über 60, 70, 80 MHz können, also das Dreifache sogar an Geschwindigkeit, muss immer in Relation sehen. Und da hat es in Fachzeitschriften geheißen, das wird sich eventuell steigern lassen bis zu einer DAC-Frequenz von 100 MHz, und dann kommt man an eine physikalische Grenze, mehr geht nicht. Ich rede von 1994, jetzt in unserem Alter ist es eigentlich gestern. Also mehr wie 100 geht nicht. Jetzt schau, was jetzt ist. Merkst du, keiner lügt sich mehr an, wie die ganze, was offizielle Wissenschaft ist, weil die so explodiert. Mein jetzigen Laptop, wo ich bekommen habe, wisst euch, Onlink 3, der war immer das Größte. Da habe ich an der Kasse, den ich immer noch arbeiten durfte. Was kannst du jetzt gar nicht mehr kaufen, so klein. Aber der war damals der Größte. Und was ich mitgenommen habe, was ich gar nicht so wollte, aber was einmal praktisch ist, hat so einen USB-Stick gegeben, der bezahlbar war. Kann ich noch genau sagen, das ist irre gewesen. Musst du dir vorstellen, 125 Megabyte kostet plus 39 Euro. 125 Megabyte, 39 Euro. Das war damals irre. Und dann ist hier, sind die ersten 1 Gigabyte Chips gekommen, die waren die ersten auf dem deutschen Markt, waren glaube ich um die 180 Euro, 1 Gigabyte. Jetzt kannst du glaube ich für 7,80 Euro kannst du 8 Gigabyte an jeder Supermarktkasse mit einem Markt finanzieren. Und jetzt sind wir natürlich schon bei 64 Gigabyte, die liegen dann um die 30 Euro bei den Speicherkartenchips. Das alles, was heute, und jetzt nimm den Satz aus den Ohrenbohrungen, alles, was heute Wahrheit ist, unmöglich, ist morgen, wo man drüber lächelt. Und es geht, die Zeit, die Kurve ist jetzt so. Und ihr kommt jetzt in eine Endzeit, und was ich hier, wenn ihr das wirklich aufpasst habt, es ist schon passiert. Das war hier dieser 22.04. dieser Karfreitag. Habe ich doch erklärt. Das ist der einzige, das ist der Tag, der schon immer ist. Ihr seid eigentlich schon über den Zenit. Es ist das Zentrum des Zeituniversums, ist genau dieser Karfreitag. Keine Karfreitage davor oder noch. Es ist der einzige 22.04. Die 26 ist Jahwe und die 2011 gibt die 31. Das ist Jahwe und L in einem Punkt, wo zusammenfällt, dann ein Karfreitag, wo am Kreuz sich das verbindet alles. Und alles vorher und danach ist ausgedacht. Das ist das Eigene. Kannst du in Zahlen machen, und das jetzt hier, was ich in einem anderen Update schon geschrieben habe und auch in Selbstgesprächen, dass immer, wenn du was denkst, brauchst du Adressen. Wie in einem Computer. Internet, YouTube-Adressen sind nur Adressen. Und das, wenn du jetzt hier, das ist alles für dich in einem gewissen Maß phasy. Das sind wie meine Würmchen, wo, wenn du dich noch erinnerst, wo ich dir mal erklärt habe mit den Kondensstreifen. Dass das immer dieselbe Menge, quizmäßig immer dasselbe Wissen ist. Du wirst nämlich feststellen, wenn du mal wirklich ganz frei dich als Geist betrachtest, hast du jetzt das Gefühl, ich rede qualitativ, rein quantitativ, dass du jetzt länger lebst, länger da bist und mehr weißt, wie du 17 oder 18 warst. Und du wirst dir eingestehen müssen, sobald du das überhaupt in dir einigermaßen abrastern kannst, du hast jetzt nicht das Gefühl, wenn du den Intellekt ausklammerst, dass rein das Ich, das sich darfelt, ich bin jetzt da. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich einen Hauch länger lebe oder älter bin, wie das Gefühl, was ich als 17- oder 18-Jähriger gehabt habe. Da hatte ich quizmäßig genauso viel Vergangenheit. Es war das Wissen anders, ich bin mir genauso gescheit vorgekommen. Jetzt ist natürlich immer rückwirkend, sieht die Welt anders aus, von oben nach unten gesehen. Im Gegenteil, mit 18, 19, 20 ist man so unheimlich gescheiter, was mir alles und alle anderen sind Deppen. Und wenn die Weisheit wächst, relativiert sich das immer mehr, weil du immer toleranter wirst.
Und dass du merkst, es ist sinnlos. Ich sage immer wieder, versuch nicht an den Hunde sprechen beizubringen. Wenn du das nicht schaffst, der ist nicht doof, nicht dumm, er ist das, was er ist. Es ist eine Kreatur mit einer gewissen Struktur. Und die Fähigkeit musst du kriegen als Beobachter. Jetzt, das ist nicht eure Aufgabe, das darf ich lernen. Du kriegst immer wieder neue Aufgaben. Dass du zuerst einmal rastest, wo ist ein Geistesfunk dahinter? Und das sind nicht unbedingt die super gut auffächern können und so. Hatte ich schon viele, die fächern auf. Das ist Leben, Lebes. Ich lege überhaupt keinen Wert drauf, wenn jetzt Liliane zum Beispiel, wenn man immer die, was total Spaß macht, mit Zahlen und hin und her, die Welt besteht nicht drin. Ich sehe eh bloß Buchstaben. Das wirst du merken, das ist der Zustand, den kann ich nicht beschreiben. Punkt. So wenig wie du ein Baby in einer Matrix erklären kannst, wie du deine Welt jetzt siehst. Nimm dieses Beispiel und genauso kommt die nächste Matrix, ist nochmal einfach nicht erklärbar. Das heißt, immer was vollkommen neues Wissen ist, wenn das vollkommen neu ist, dann ist dir das erst einmal total fremd. Und alles, was du dir jetzt an schöne Welt ausrechnest, ist ja nur hoch ein Fraktal, das du hochiterierst mit deinem jetzigen Wissen. Aber genau genommen ist das ja nichts Neues, weil du recht kannst dich ja hinrechnen. Und da braucht man jetzt einfach immer wieder Demut, das zu akzeptieren. Und dann kommt immer mehr die kindliche Neugier, wo ich sage, wenn ich jetzt Ältere habe, die, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber das sind einige, wo da voll auf der Wellenlänge, den Udo jetzt seit 15 Jahren kennen. Und jetzt passiert es langsam, dass die Wunder erleben über Wunder, die rühren sich bei ihnen, die sagen, Udo, es ist so unglaublich, es ist so unglaublich, mir geht so unendlich gut. Frauen mit 70 Jahren, die sagen, mir ist noch nie schlecht gegangen, ich war schon immer irgendwie privilegiert, aber das, wie es mir jetzt geht, das hätte ich nicht einmal vor 2 Jahren, hätte ich das nicht begreifen können, ich könnte es mir nicht einmal erklären, wie ich vor 2 Jahren war und wie es mir jetzt gut geht, weil das ist nicht mehr mithaltbar. Ich grinse dann natürlich bloß immer wieder, das ist auch ab einer gewissen Ebene, wenn du bist, die Schwelle von Rot nach Blau. Und dann ist keine Angst, du wirst jeden Morgen wach, du bist immer noch da, hast deine Wehwehchen, wenn du älter wirst, aber das wird so belanglos, das ist wie ein Film, wenn du anschaust. Und ich sage jeder doch, ich habe euch schon mal gesagt, das ist wie ein Adventskalendertürchen aufmachen als Kind. Du freust dich jeden Tag, wenn du uns aufmachst, wieder Türchen, was drin ist. Und jetzt muss man fast sagen, obwohl du ja den Film laufen lassen musst, dir geht es fast nicht schnell genug, bis du das 24. Fensterchen aufmachst, was dort dahinter ist. Es ist kein Hauch mehr vom Sterben oder von Angst oder von sonst was da. Überhaupt nicht. Wobei du auch dann die Demut hast, dass du was, du kannst es auch nicht beschleunigen. Aber ich spiele ja keine Rolle. Ich kann, wenn ich mich jeden Morgen freue, wenn ich ein neues Türchen aufmache, was ich alles erleben darf. Und wenn das jetzt nicht nur wieder begriffen ist, sondern dass du das wirklich im tiefsten Inneren empfindest, dann bist du über den Berg. Und das kann man nur abwarten. Gibt es keine Technik. Es passiert. Und das ist ja schon wieder ein Geschenk. Wie war es im letzten Update? Ich OB, stell keine Bedingungen. Das machen Religionen, die sagen, du musst, wenn du weh, du magst nicht das, aber dann. Es ist nicht an Bedingungen verknüpft. Wenn du in einer Matrix groß wirst, dann wirst du wachsen, du wirst was werden und du wirst geboren werden, ob du willst oder nicht, und da kannst du nichts verkehrt machen. Und du bist zurzeit in einer Matrix. Das ist doch das schönste Geschenk. Und jetzt gehen deine Welt, deine bisherigen Berater, was die dir alle predigen, was verkehrt ist und was du alles hast, du mal bekämpfen und abstellen musst, dass du dich weiterentwickelst. Und du wirst einfach schmunzeln und sagen, Mensch, wie unendlich geistlos war ich eigentlich, dass ich diese Scheiße bisher geklappt habe. Das ist wie mit dem Kabel. Weil eben diese Autoritäten, verstehst du? Und ich sage jetzt auf der anderen Seite auch wieder, gibt es Kaisers, was des Kaisers ist. Ich will nicht, dass du losgehst und eine Revolution losdrampelst, weil dir die Außenwelt am Arsch vorbeigeht. Du legst ja keinen Wert drauf, dass das die Welt weiß und verbreitet wird. Ich habe noch nie einen animiert, dass er Internetseite machen soll oder sonst was. Ich sage, unterstützt euch geistesfunk gegenseitig. Und das passiert sowieso. Aber was ist geistesfunk? Da kannst du sagen, ich kann mir nur sicher sein, dass es mich gibt. Ausfertig. Und ich werde nicht mehr müde davon zu erzählen, aber nur, das ist so dieses Standardbeispiel, wenn du was unheimlich Schönes hast, in dir hast, erfahren hast, dann wirst du nicht mehr müde zu erzählen, weil du deine Freude mitteilen willst, über die Sprache, was ich euch sage, das ist einzig Freude, ihr seid eingebettet in eine unendliche Harmonie. Aber du willst kein Missionieren, und wenn es dann nicht interessiert, laufe ich doch dir nicht zu, dann interessiert mich das, dann rede ich von was anderes, aber du wirst merken, du kannst mit normalen Menschen fast nicht mehr ab. Also Dunshop oder was, oder hier, hätte ich schon längst das Handtuch schmeißen müssen, nicht weil ich arrogant bin, sondern weil es ist so unendlich mühselig. Es langweilt irgendwann einmal. Es langweilt einfach. Ja, gell? Ne? Das Gejammere immer wieder. Unglaublich. Bruder, sag nochmal bitte was. Wir hatten es gestern Abend diskutiert. In der blauen Ebene zum Thema des Handelns. Also, ja. Also auf der blauen Ebene handelt man ja. Mhm. Ich muss mal irgendwie. Das passiert. Es
passiert einfach. Braucht man sich keine Gedanken machen. Es passiert. Du schaust es nur an. Pass auf, Klaus, ich habe dir ganz klipp und klar gesagt, du bist ein Beobachter, du arbeitest in der Autoindustrie, du beobachtest Automatismen und du machst Crashtests und sonst was. Und da muss natürlich jetzt hier ein Sensor rein, das ist ein Dummy, wie man das so nennt. Und der Dummy ist dein Dummy, ist der Klaus. Und den setzen wir jetzt da rein. Und dieser Klaus, alles, weil du Geist bist, ja nichts. Also musst du einen Sensor haben. Und jetzt ist jetzt in dem normalen Leben von dem Klaus, auf dieser Ebene ist eine Dimension drunter. Da wird laufen sich dein Weg, dein Film wird Aufgaben, es wird sich was spalten und du wirst mehrere Möglichkeiten zur Auswahl haben. Und jetzt kannst du den Klaus beobachten, soll ich das machen, soll ich das machen, was mache ich bloß? Und er hat, es ist auf seiner Ebene nur möglich, dieses oder jenes. Erinnert euch an die schöne Geschichte, wo ich euch von Günter Wehmeyer erzählt habe, soll ich den Vortrag halten oder soll ich nicht halten? Ja. Und ich sage beides. Jetzt ist es so, du wirst jetzt feststellen in gewissen Situationen, dass der Klaus innehält, oder kann man jedem anderen Namen setzen, weil er panische Angst hat, was verkehrt zu machen. Mhm. Und das ist das Erste, ich sage euch tausendmal, du kannst nichts verkehrt machen. Entweder machst du was richtig oder du lernst was. Und wenn ich jetzt sage, diese Flasche hat keine Etikett, dann gibst du mir recht, das ist richtig, die Richtung kennst du ja schon. Wenn ich jetzt behaupte, die Flasche hat ein Etikett, okay, ist es die Kehrseite. Das heißt, entweder machst du was richtig oder du lernst was Neues kennen. Und jetzt wirst du feststellen mit Geist, wie unendlich geistlos das ist, wenn du schon mal etwas richtig gemacht hast, dass du das immer und immer und immer wieder richtig diese Richtung festhältst, weil dann wächst du nicht mehr. Um wachsen zu können, brauchst du neue Seiten, die du nicht kennst, du brauchst Kehrseiten. Aus Fehlern lernt man, heißt es ja so. Das, was dir nämlich noch fällt, nämlich das Wissen, dass da auch ein Etikett drauf ist auf der Flasche, das lernst du erst kennen, wenn du das verkehrt machst. Das was, jetzt musst du, bist ja das L, du bist ja selber dieses Ding. Das ist, wie ich einmal gesagt habe, das ist im Prinzip eigentlich das Spielglas, wie bei Alibaba und die 1000 Räuber. Und dann kommt hier diese Flasche und da ist ja der Flaschengeist drin. Okay? Und das ist genau, das sind mir zwei. Das ist wirklich, die Flasche und der Flaschengeist sind mir zwei. Es ist bloß die Frage, wer von uns beiden ist die Flasche und wer ist der Geist? Aha. Das ist ja ziemlich schön. Das sind die Fragen. Das ist kokett. Udo hat die Hausnummer 26. Da gibt es ja nichts. Jetzt pass auf, und jetzt ist es, dass du dich quälst, und jetzt ist es, dass es ein Blödsinn ist, dass du plötzlich merkst, das Bewusstsein mag, der Klaus hat keinen Einfluss drauf. Du lernst von dem Deppen, verstehst du? Du lernst, wo er sich jedes Mal aufhängt. Ich habe einmal so einfach gemacht, dass du deinen Weg ja eh nicht verlassen kannst. Du hältst jetzt inne und du zerbrichst dir den Kopf und ich sage, stell dir doch einfach vor, wenn du nicht was, gehe ich rechts oder gehe ich links, dass du vor einer Verkehrsinsel stehst und es ist so wurscht, ob du rechts oder links umläufst, dein Weg ist eh. Wobei ich immer wieder sage, in der Vollkommenheit bist du eh alles abgelaufen. Also das ist, musst du eh beide Sachen. Das ist wie die Welle, aber dann ist es eh schon passiert. Es ist alles schon passiert. Das Leben wird so unendlich leicht, wenn du dich hingibst. Aber du musst das lernen loszulassen. Und das ist das Hauptproblem. Dass ich immer wieder her von meinen Heussusen hier von meinem Beet ziehe. Und jetzt bricht alles zusammen und alles und dieses. Und es kommt jetzt so knüppel hat. Und ich sage dann immer wieder, beobachte dich, dass du wirklich merkst, wo dein Problem ist. Beim Helmut Dietz habe ich euch ganz klar erzählt, denn sein Problem war nicht, dass er hier einen Offenbarungseid leisten musste. Das ist es nicht gewesen. Sein Haupt ist das Ego. Was denken dann die Bruckberger von mir? Genau. Weil er halt ein Spruchbeutel war, ein sehr liebenswerter, aber das sind Figuren in einem Traum. Und ich wiederhole nochmal, die überleben sowieso nicht. Egal, wen wir uns jetzt ausdenken. Wenn der Liliane zum Beispiel mit ihrem Rainer Michel, den wir uns jetzt ausdenken, mit der Liliane, wenn die hier mich anruft, und das ist nicht vorwerfen, das ist immer eine unreifere Stufe. Das hoffe ich, hat sie mittlerweile gecheckt als Geistesfunken. Und was ist jetzt mit dem Rainer? Ich sage, genau das, was du glaubst, das ist. Aber die Frage, wenn du was verstanden hast, wirst du die Frage gar nicht mehr stellen. Und ich kann dann aus der Perspektive vom Udo bloß sagen, immer wieder, dass er mich angerufen hat, er wollte mich unbedingt wieder besuchen. Und habe ich gesagt, du kannst zu mir kommen, aber dann kommst du das letzte Mal. Das habe ich ihr nur gesagt. Das Problem war, das Datum, wo er von mir gekriegt hat, ist genau das Datum gewesen, wo sie bei ihm tot im Haus gefunden haben. Du kannst mich nochmal besuchen, aber dann zum letzten Mal. Das ist immer, man muss die Ironie verstehen. Und jetzt ist es also so, dass auf diese, es ist die Auflösung. Es ist, du musst, Geist bleibt sich gleich, aber nimm es wie ein Traum. Und nimm deine Welt wie einen großen, lebendigen Zoo mit Flora und Fauna.
Und es ist für mich nicht beleidigend, wenn ich jetzt sage, alles, was du siehst, sind Kreaturen. Das ist eine Kreatur, das ist eine Kreatur, eine Kreatur, wie durch ein Zoo. Und da gibt es Streicheltierchen, die man gern streichelt, die zum Kuscheln sind, und sind welche, die schaue ich mir lieber mit einem gewissen Abstand an. Und alle sind interessant zu beobachten und alle haben ihre Existenzberechtigung. Keine dieser Kreaturen hat sich raussuchen können, dass sie so ist, wie sie ist. Und jetzt musst du nur begreifen, dass das, was du bisher Menschen genannt hast, dass das genauso auch in dem naturwissenschaftlichen Denken nicht mehr sind wie Säugetiere. Primaten. Das ist es, und das sind genauso, und da muss jede Kreatur ihren Charakter leben, das Programm leben. Da gibt es keine Verurteilung, und das Gott hat auch nicht vor, da irgendwas verändern zu wollen. Das ist ein Entwicklungsstadium. Das ist Geist. Geist, eine geistige Welt betreten, ist alles ganz anders. Und jetzt ist es Verrückte, dass du die gar nicht betreten kannst, weil du kannst nicht wohin gehen, wo du schon immer bist, du hast es bloß vergessen. Das ist immer wie die Sache, wie schaffe ich das, dass ich immer hier und jetzt bin. Du versuchst was zu schaffen, was eh der Fall ist. Also formuliert es um und sagt, wie schaffe ich das, dass mir das ständig bewusst ist, dass es bloß hier und jetzt gibt. Und dass alles, was ich jetzt in die Vergangenheit denke, jetzt von mir gedacht wird. Und was ich mir jetzt in die Zukunft denke, jetzt von mir gedacht wird. Und es hat in der Vergangenheit nie Materie gegeben und es wird in der Zukunft keine Materie geben, weil Materie ist nur möglich im hochkonzentriertesten Zustand von jetzt. Das heißt jetzt. Du kannst jetzt daran denken, dass du am Montag oder am Sonntagabend bei dir zu Hause wieder ins Schlafzimmer, in deinem Schlafzimmer ins Bett dich legst. Aber das setzt voraus, dass du das jetzt denkst und du denkst dich jetzt feinstofflich mit deinem Schlafzimmer, deinem feinstofflichen Körper, deiner feinstofflich jetzt gedachtes Bett ist. Wenn du das materiell erleben willst, kann es nur jetzt sein, hier und jetzt. Dann konzentrierst du dich so, dass das jetzt ist und dein Programm macht dann jetzt ein materialisiertes Bett, zumindest für den Moment, wo du an das Bett denkst, das sich sofort wieder auflöst, sobald du die Augen zumachst und an was anderes denkst. Weil die Konzentration immer nur flackert. Ich kann gestern nichts gedacht haben, ich kann jetzt daran denken, dass ich gestern gedacht habe. Und sollte ich das gedacht haben, habe ich es jetzt gedacht. Und das sind Schichten. Mehr ist es nicht. Und wenn du die Schichten, das ist jetzt unsere Zeile, wenn du die durchschaut hast, dann sagst du ja. Und dann stellt sich die Frage nicht mehr von Zeit. Das ist wie die Frage, sind in einem Buch die Zahlen und die Buchstaben, kommen die nacheinander oder sind die gleichzeitig? Also das ist, du merkst, dass du das, diese Metapher, wenn du verstanden hast, hat sich das Problem schon in die Luft aufgelöst. Und ich betone nochmal, ich werde das immer wieder wiederholen, ich rede hier von wirklichen Fakten. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Alles, was ich dir sage, kannst du hier und jetzt überprüfen, zumindest auf solche empirische Empfindungssachen. Was Bücher anbelangt oder Worte anbelangt, müsstest du halt jetzt dir ein Buch oder Internetdatei durch Wollen, durch Konzentration aktivieren und dann wirst du feststellen, dass genau das drinsteht, was ich dir sage. Aber das Wesentliche, darum betone ich, die wesentlichen Sachen, dass ich materiell, meine sinnlichen Wahrnehmungen sich ständig verändern, dass immer nur das da ist, was ich sehe. Wenn ich das Glas anschaue, dann ist das Glas da. Und wenn ich es nicht anschaue, ist es weg. Wobei wir eine Zwischenstufe haben, wenn ich jetzt siehst du die Flasche und jetzt ist sie nicht weg. Wenn ich jetzt sage, wo ist die Flasche jetzt, dann sagen viele, jetzt ist sie weg. Nee, die ist ja immer noch da, du denkst ja noch dran, auch wenn ich sie unter den Tisch halte. Jetzt denkst du dir die aber unter den Tisch. Und wenn ich bei mir auf dem Balkon stehe in Weißenburg und dann sehe ich hier meine Tierchen aus ihren Autos raussteigen, in der Sparkasse reingehen und ich habe Zug. Und dann ist immer, dass ich sage, pass auf, das erste Mal beobachte dich, wenn du jetzt da siehst, ein Auto kommen siehst, inwieweit du noch glaubst, dass das da außen schon vorher existiert hat. Und dann gehen die aus dem Auto raus in die Sparkasse, dann siehst du das Manschgele, dieses Tierchen hier, die Kreatur rein und dann ist er weg, sag ich, wo ist er jetzt? Das ist er weg. Nee, die ist noch da. Pass auf, die Sparkasse ist hier. Und du denkst jetzt in dich rein, Schichten rein, dass der da drin ist. Aber der hat sich jetzt schon voll feinstofflich, weil es ein reines Konstrukt ist von dir. Und wenn du nicht mehr dran denkst, ist es wieder weg. Und das kannst du beschwören. Und ob das jetzt unabhängig dafür da drinnen existiert, du kannst selbst alles, was du dir beweisen willst, dass hier Kranke mit Krebs gibt, dass es hungernde Näherkinder gibt. Und du wirst jetzt merken, umso mehr einer in seinem Programm, in dem Wahn lebt, im materialistischen Sinn die Welt heil zu machen und sich engagiert für das Gute. Welle, er schafft in sich selber die ganze Scheiße, wo er zu retten versucht. Wird sie ihm am Arsch vorbeigehen. Liebe deine Feinde. Was meinst du, wie gut es hungernde Näherkinder geht, an die du nicht denkst? Die sind voll in der Einheit, die sind absolut heil. Das ist das, was ist. Und du wirst jetzt merken, meine Eiffelturm-Sache, keiner bezweifelt, wo jetzt der Eiffelturm die ganze Zeit. Jetzt ist er de facto hier und jetzt feinstofflich da und du kannst dir den materialisieren. Du musst jetzt in Maßsetzung deiner Logik gewisse Gedankenschritte machen. Anders kommst du nicht hin.
Nicht, dass es prinzipiell nicht möglich wäre, da schneller hinzukommen, aber deine Logik ist wie analog, sag ich, wie bei einer Videokasse, musst du irgendwie hinspulen. Wenn du mal der höheren Ebene digital bist, dann drückst du drauf und dann gehst du. Dann, das ist die höhere Ebene digital, dann ist das zeitlich gleichzeitig da. Und wenn du den jetzt materialisiert hast, dass der Eiffelturm in dir konzentriert ist, dann kann ich wieder sagen, ja, wo ist dann Ellingen? Dann kannst du das nur wieder als Hintergrund feinstofflich haben, auch jetzt. Das, du tauschst nur die Schichten aus und das ist die Struktur, wo du in dich selber verwirklichst. Aber Seinsmöglichkeiten gibt es noch unendlich andere. Das heißt, du bist nicht festgelegt auf dieses heliozentrische Weltbild. Wo ich immer sage, oder geozentrisches oder ägyptisches, da gibt es ja auch viele Sachen und da kann man viel mehr machen. Und dass ich sage, Geist ist jetzt die Freiheit, dass du merkst in der Selbstbeobachtung, dass du immer noch meinst, du musst dich an Regeln halten. Ich sage, was du musst alles lieben. Und lieben heißt ja in einem gewissen Maß auch logisch, mit einer logischen Form verbinden. Und wenn deine momentane, einseitig werdende Logik in keinster Weise in der Lage ist, hier eine Vollkommenheit zu erschaffen, das ist die erste Erkenntnis, da müsste man mittlerweile soweit sein, und du willst dann trotzdem verbinden, brauchst du neue logische Regeln. Und da ist es Interessante, dass ich sage, verdammt nochmal, du bist ein Gott, da musst du halt welche erfinden. Pass auf, du darfst alles machen. Und das muss ganz einfach sein, du musst dir das, was du denkst, wenn du was verknüpfen willst, logisch für dich, nur für dich logisch verbunden, verbinden können. Das heißt, denk dir eine Logik aus, die dir dann logisch erscheint, dass so zusammengehört. Und diese Logik muss nicht irgendwo da außen von einem anderen kommen und in einem Buch drin stehen. Die kannst du sagen, die haben wir jetzt selber einfallen lassen. Anders hätte ich es nicht zusammengebracht, weil da außen von den Deppen war ja noch keiner in der Lage dazu. Dann bist du das erste Mal schöpferisch und lässt dich von mir inspirieren. Das heißt, du musst dich nicht an Regeln, erweitere dieses Regelsystem. Aber, und da verweise ich auf einen kleinen, ich denke mir hier an Feynman aus, diesen Nobelpreisträger, den zitiere ich. Ich zitiere etwas, was ich mir selber ausdenke und der ja das gedacht haben muss, was ich mir denke, das hat man gerade schon. Und diesen Robert Feynman habe ich in die Geschichtsbücher und habe ich folgendermaßen programmiert, dass hier ein Spruch, den drucke ich in Du bist ich ab. Ganz nebenbei, dass ihr feststellen werdet, dass also ganz, ganz wenige Zitate überhaupt benutzt werden in den Ohrenbarungen, immer nur in Bezug auf einen Kontext. Wenn du mal genau aufpasst, dass. Und in den Selbstgesprächen findest du überhaupt keine Zitate. Weil das keine zitiert, weil das wirklich neu ist. Und dieser Hinweis mit Weinreb oder Blichter ist nur in einem großen, dass du hier einen größeren Hintergrund, leichter Backgroundwissen hast. Und das hat man dem ja schon, wenn er sagt, der schreibt ja alles vom Weinreb ab, wo ich dann immer wieder sage, du musst wissen, der Krümel stammt von einem Kuchen ab und nicht der Kuchen vom Krümel. Das heißt dazu, dass ein übergeordnetes System niemals von einem kleinen Untersystem kommen kann und das Weinreb, so gigantisch das ist, ich sage mal, wenn das eine schöne Einstiegsdroge, um sich mit dem Hebräischen auseinanderzusetzen, vor allem mit der ganz grob einmal mit der biblischen Geschichte aus einer anderen Perspektive, dass das sich ja nur, dieses Wörteraufwächern vom Weinreb, nur auf die Bibel und auf das Hebräische bezieht. Und was ich mache ja alle Sprachen, Physik, Formeln, alles. Also wie kann man da behaupten, dass ich ein höheres System von einem Weinreb abschreibe? Das ist immer wieder so mit Einsachen abgesehen davon, weil die Logik wieder sagt, der war ja vorher da. Jetzt ist, was ist vorher da? Zuerst einmal ist der da, der dir ein Weinreb einfallen lässt und du siehst jetzt in dem Buch 1948, wie war das im letzten Update? Nichts ist trügerischer wie irgendeine Jahreszahl auf einem Buch oder auf einem Film. Weil es ist immer jetzt. Und wenn da 1948 draufsteht und am anderen 96, dann ist es 48 vorm. Es ist logisch, aber nicht geistreich. Das ist das letzte Update. Du bist dabei, Andreas, gell? Das ist erschütternd. Und jetzt ist es also so, dass also hier dieses selber ausdenken, dass du ganz einfach, um auf den Feynman zurückzukommen, und da sage ich hier, du hast ihn, du bist dich ziemlich am Ende, da zitiert dieser Nobelpreisträger, dass er gesagt hat, wir brauchen ein vollkommen neues Denken, die Wissenschaft verkommt, ich mache es jetzt stichpunktartig, aber schau, du bist dich ziemlich am Ende. Ist das drin? Die Wissenschaft verkommt vollkommen zu einem reinen, konsumorientierten Streben. Es ist keine richtige Wissenschaft mehr. Es ist eine Scheinwissenschaft. Und wir brauchen ein vollkommen neues Denken, sagt er. Aber ein vollkommen neues Denken mit einer Zwangsjacke. Das heißt, das neue Denken muss zuerst einmal mit all dem, was wir bisher erkannt haben, mit all diesen logischen Systemen übereinstimmen. Weil es dafür, was wir bisher erkannt haben als richtig, ist ja Richtung. Sage ich jetzt in meinen Worten, muss aber auf eine vollkommen neue Art und Weise über dieses Bestehende hinausgehen. Also neu sein, vollkommen neu sein, aber du darfst jetzt nicht den Fehler machen. Pass auf, ich sage dir, wie es nicht funktioniert.
Wir sagen, ein logisches Denken ist, die Welt ist eine Scheibe, um die sich die Sonne und die Sterne herumdrehen. Geozentrisches Denken. Neues Denken ist heliozentrisches Denken. Erde ist eine Kugel, wo sich um die Sonne herumdreht. Dieses neue Denken ist das typische Austauschen. Dann war ja das nie eine Scheibe, das heißt, das ist ja gar nicht das. Integrativ. Das ist ungefähr so, wie wenn ich dir jetzt einen Kegel hinhalte und ich zeige dir den Kreis und alle glauben, es ist ein Kreis. Ich sehe ja einen Kreis, es ist ein Kreis. Ich sehe ja das, was ich mir logisch ausdenke. Und plötzlich behauptet einer, das ist ein Dreieck. Das ist was ganz was anderes. Und plötzlich glauben alle, das ist ein Dreieck. Das war ja dann nie ein Kreis und so kommst du nicht zum Kegel. Weil die sagen, ja, wenn es das ist, ist es nicht das. Ist jetzt der Kegel ein Kreis oder ein Dreieck? Und dann sagen viele ja sowohl als auch. Und ich sage schon wieder falsch. Weder noch. Kegel ist ein dreidimensionaler Körper jetzt in dem Beispiel und Kreis und Dreieck sind Flächen. Das heißt eine Dimension tiefer. Kreis und Dreieck sind Schattenprojektionen. Es sind Perspektiven von einem Kegel. Und wenn ich dich frage, ist jetzt ein Kegel ein Kreis oder ein Dreieck? Und du sagst sowohl als auch. Heißt es, ein Kegel wäre eine Scheibe oder ein Dreieck? Das heißt eine Fläche und ein Kegel ist aber keine Fläche. Also weder noch. Ein Kegel kann je nach Perspektive als Kreis oder Dreieck perspektivisch in Erscheinung treten, als Projektion, ist aber als Kegel immer Kegel. Ist dabei? Und das ist es, wenn was vollkommen neu ist, müsst alles, was vorher war, muss bestehen bleiben. Und darum sage ich euch, ihr werdet von mir niemals hören, dass irgendwas nicht stimmt, egal was einer behauptet. Ich kann dir genauso mit was für einer Logik ihr das konstruiert, ob er Hohlkugelwelt konstruiert, ob er ein heliozentrisches, ein geozentrisches, ein ägyptisches, ein ptolemäisches Weltbild. All diese Weltbilder bestehen immer noch aus Gedankenkonstrukten, wo sich der Denker um sich herum ein Volumen ausdenkt, einen leeren Raum, ein Vakuum, nenn es einen leeren Raum, ein Chaos, einen Luftraum, wie wir es auch nennen wollen, indem irgendwelche Kugeln um irgendwelche Kugeln in einem gewissen System kreisen. Das sind diese Weltbilder. Es gibt aber noch viele, viele andere Möglichkeiten für einen Geist, andere Weltbilder sich auszudenken, zum Beispiel das System der Matrix. In der Matrix, hier angeschlossen, Computerkino, ist überhaupt kein Raum mehr da, der um dich rum ist, wo irgendwelche Kugeln um irgendwelche Kugeln rumgraben. Und das ist genauso logisch denkbar. Es ist ganz anderes. Es gibt noch andere Sachen, wo ich euch gar nicht darauf hinführen will. Es ist, ihr könnt die alle vollkommen realisieren, vorausgesetzt, ihr habt in eurem Computer das Programm und die Software. Und das ist jetzt schon in euch drin. Das ist wie, dass du im Internet unendlich Seiten hast, wenn eine suchen. Das ist ja nicht nur Google, ist ja nicht der Weltmittel, was du jetzt was bei Google. Übrigens ganz nebenbei, dass das Wort Google, weißt du, wo das Wort Google herkommt? Nein. Hm? Hast du mal irgendwas zu geschrieben? Habe ich schon mal kurz gesagt, ne? Kann man übrigens auch nachschauen bei Google. Nein, es kommt, dass Google ist ein Grundbegriff, ein mathematischer Begriff für eine unendlich große Zahl. Also man sagt 10 hoch 100 mit 100 Nullen, was ja schon über die, was laut Physikbücher ja mehr wäre, wie was es angeblich Atome im ganzen Universum gibt. Das ist Google. Aber was interessant ist, alles was ihr sucht und alles was ihr seht, ist Google. Google. Ja, genau. Und das wenn der Google, Google ja. Ist, platzt in unendlich viel Wissen auf in unendlich viele Facetten. Ja, genau. Und das ist in einer ständigen Bewegung illusionär. Und das ist aber nicht der Weisheit letzte Schluss, wenn du wissenschaftliche Bücher suchst, die sind ja so weit hin, weil da kriegen sie ja keine Werbegelder. Geht ja schon wieder, jetzt denken wir uns das natürlich schon wieder aus, wie das funktioniert. Und wir bleiben in den Schema, wir analysieren das einfach. Du musst dir bloß immer bewusst machen, es gibt keine einzige richtige Logik. Du kannst nur das, was du momentan logisch interpretierst. Ob du einen Film anschaust, ob du Nachrichten anschaust, das Erste, wenn du einigermaßen hier da Blut gelegt hast, dass die klassischen, was ist unerträglich wird, jetzt natürlich mit einem Schmeile im Hintergrund, das sind irgendwelche wissenschaftlichen Sendungen. Wenn es dir irgendwas so, Vergangenheit und Eiszeit und die haben doch, jetzt hat Dinosaurier werden jetzt erschaffen mit einem Wissen. Übrigens kannst du das ganz klar nachvollziehen, wirklich. Das ist im Hier und Jetzt, ist es definitiv so, dass es wirklich sichtbare Dinosaurier, es gibt so als Computeranimationen gibt, die werden immer echter, den ganzen Jurassic Park. Und dann natürlich ganz, ganz gefährlich, Leute, wenn wir jetzt rausgehen, was ich euch sage, dass ihr euch von den Illuminaten so zuscheißen lässt, diese Welt da außen ist schon längst tot. Es gibt schon lange keinen Ruach, keinen Wind mehr. Und wenn du jetzt sagst, aber wenn ich rausgehe, ich merke doch den Wind, dann gehen wir jetzt da mal hoch und dann zeige ich dir ganz, ganz große, dieses, was die euch verkaufen. Ihr seid so unendlich blöd. Die stellen hier tonnenweise Windräder in die Gegend und erzählen euch, dass die dadurch Strom machen.
Das sind Gebläse, dass du die Illusion hast, dass da außen noch lebendiger Wind ist. Das sind Gebläse. Die machen den Wind. Wenn du mir nicht glaubst, dann pass mal auf, wenn kein Wind geht, ob die sich drehen. Wenn die sich nicht drehen, kann es keinen Wind nicht geben. Bist du dabei? Und dadurch wird die Illusion erzeugt, dass da Wind ist. Drum stellen die zurzeit tonnenweise, dass keiner merkt, dass das schon alles tot ist. Drum stellen die so viele Windräder auf. Und ihr lasst euch weismachen, dass die da Strom damit machen. Die Illuminaten. Das ist alles, ist vernetzt da, die ganzen Kölken. Das ist eine Lüge ohne Ende. Das ist bisher, du musst ja sogar mittlerweile die alten Sprichwörter musst du in einem gewissen Maß richtig stellen, weil das ist immer, wenn wir zum Beispiel unsere katholischen Pfarrer nennen, denn ich habe mir bisher unterstellt, dass die vom Duden keine Ahnung haben. Du musst auf dich wirken lassen. Den Pfarrer hat man unterstellt, dass die vom Duden keine Ahnung haben. Ja. Also mit dem Windrad habe ich jetzt ganz verstanden. Das kann man alles sehen. Hm? Mit dem Windrad habe ich jetzt ganz verstanden. So. Die Ironie ist ganz einfach das, dass du es rumdrehen kannst. Ja, genau. Das ist das Problem. Wie ich gesagt habe, mit dem Windrad, du kannst jetzt meinen, da ist ein Wind, da ist ein Geist und der treibt die Windräder an. Mhm. Und ich kann dir das so verkaufen, dass ich sage, das sind Illuminaten und weil es überhaupt keinen Wind mehr gibt, weil die schon alles kaputt gemacht haben, stellen sie Gebläse auf, Ventilatoren auf und lassen einen Wind reinblasen, dass euch das nicht auffällt. Und die erzählen, die machen Strom damit. Und ich sage, wenn du das nicht glaubst, hast du schon mal gesehen, dass die sich drehen, wenn kein Wind ist? Du musst es so sagen, es ist kein Wind, weil die sich nicht drehen. Und wenn sie laufen, ist ja Wind. Muss ja sein, ist ja Gebläse. Bist jetzt dabei. Du musst einfach drehen, immer wieder, wenn spiegeln können, was ich sage. Alles, was gut ist, schlecht und alles, was schlecht ist, gut. Und lachen. Darum geht's. Und Wirklichkeit, was ist Wirklichkeit? Wirklichkeit sind wir. Du kannst jetzt lesen, wir erzeugen das gegenüberliegende Licht. Dann kann man das L-Ich, was ich immer mache, rot machen und es macht seine Spiegelungen. Du kannst ja das K an das Wir dranhängen, rot, dann bist du das wirkende Licht, das ist dann das Vishnu, das immer gleich bleibt. Du bist immer dasselbe Ich. Und da gibt es nichts dran zu rütteln. Du bist dasselbe Ich, ob du an Udo denkst oder an Andreas denkst. Du bist immer dasselbe Ich, unvergänglich und egal, was du denkst. Das, was du denkst, befindet sich hier und jetzt als Information in deinem Bewusstsein. Das ist ein Faktum. Und einer, der was von historischen Fakten erzählt und dem nicht bewusst ist, dass er sich das hier und jetzt ausdenkt, ist ein geistloser Tor. Rein auf den Leim gegangen in dem raumzeitlich materialistischen Wissen. Was ich mal gerne erzähle, ich habe die Donis zu Besuch, hier und jetzt ausgedacht. Wir schauen einfach einen wissenschaftlichen Film, da kommt was über die Stadt Köln, das war so nebenher, und dann fängt die laut zum Lachen an und ist ja Lehrerin in Ruhestand, die Helene. Und ich sage, Udo, ich musste zu lachen, weil da ein Professor war, also es war keine Comediansendung, ein Professor, und der voll ernst, da geht über den Dom gegangen von Köln, hat so über Köln einen Bericht, und dann hat dieser Professor, Geschichtenprofessor, hier ganz im vollen Ernst und dasselbe erzählt ihr, denken wir uns jetzt einmal aus, an den Schülern, die müssen das lernen, dass im Jahr, glaube ich, 1328 wurden die Gebeine von den Heiligen Drei Königen wurden dabei gesetzt, die liegen im Dom von Köln, 1328. Und mit voll ernster Miene, weil das weiß man ja. Das musst du jetzt auf der Zunge zergehen lassen. 1328. Das ist schon Zeit, wie relativ Zeit ist. Ich kann jetzt ohne Probleme so 10, 20, 30, 40 Jahre kann ich noch überblicken in unserem Alter. Aber dann, wenn ich einmal sage, 100 Jahre, das glitscht doch dermaßen weg in der Kommunikationsmöglichkeit, dass die alle so unheimlich sicher sind, weil jeder jedem nachplappert und davon ausgeht, dass das stimmt. Dann kommen ja die Professoren, die sagen, in unserer Gesichtsschreibung fällen plötzlich so und so viele Jahrhunderte und dann hast du immer wieder die Etablierten, die sagen so ein Blödsinn und die Spinner, weil die ja ihre Fälle wegschwimmen sehen, dass wenn du dich voll, du müsstest ja dich hinstellen und zugeben, du bist blind, das Kaisers neue Kleider. Und du wirst keinen finden, weil die das Bewusstsein dazu nicht haben. Das ist die erste große Prüfung für einen Geist. Wo ich sage, selbst das mache ich zart. Und solange du meinst, du kannst die Welt ändern, solange du die Schatten änderst, die du dir ausdenkst, schlag sie tot. Das heißt, die müssen ja gleichgültig werden. Überzeugen funktioniert nicht, glaub es mir. Irgendeiner, das muss die Politik wissen, da muss jeder irgendwann einmal durch. Ich kann das immer wieder, wenn du das noch nicht voll gecheckt hast, wer oder was du bist, dass du das Mächtigste bist in deinem Traum. Das, was mächtig ist, wie du, erscheint nicht im Traum,
Wenn ich jetzt als Udo erscheine, dieser Udo ist nur ein Schatten und er sagt, der müsste eh nirgends sein, also erwarte von mir keine Hilfe. Das Einzige, was ich als Lautsprecher mitteilen kann, ist, dass ich dir erkläre, wie die Wirklichkeit ist. Normalerweise, wenn ich mit Leuten spreche, ist das Erste, sage ich, ich werde euch nicht sagen, was ihr glauben sollt, was ihr nicht glauben sollt, was ihr dürft, nicht dürft, was gut ist, was böse ist, was richtig, was verkehrt ist. Falsch, an der falschen Adresse, kein Thema. Du sollst ja nicht den Kopf über das zerbrechen, was du glauben sollst oder nicht glauben sollst oder was gut oder böse ist. Warum machst du dir nicht einfach Gedanken, was jetzt die Wirklichkeit ist? Und mach dir bewusst, was du dir aufgrund dieser Wirklichkeit zwanghaft logisch darüber hinaus in Raum und Zeit um dich herum ausdenkst. In die Vergangenheit, jetzt woanders hin. Das ist das Einzige, du musst dir das nur bewusst machen. Der Rest passiert von ganz alleine. Und mehr geht's nicht. Das ist die einzige Botschaft, die ich euch vermittle. Und mit doch nur Bier trinkst du sonst mit mir noch? Machen wir halbe, halbe? Ja. Noch jemand? Was hast du jetzt hier, was man kriegt? Ach, gleich ein Wässerchen. Ich schiebe noch auf Urs Brötchen. Das Interessante ist immer wieder, wo ich bei Leuten mache, wo ich dir jetzt nur sagen kann, dieser Vortrag. Das sind ja 6 Stunden. Ich habe das mit den Donis gemacht, und also Donis kommen jetzt nur, habe ich es versprochen, und mit den Fettings. Die Fettings waren da vom Bodensee vor Überlingen. Und da habe ich von vornherein, das setzt aber voraus, dass er zur Grund, aber das müssten einige von euch jetzt hier mit den Worten ja Grundwissen da sein. Und es ist ja im ersten Moment bis meinen, schade, dass das bloß Englisch ist mit Untertitel. Ich sage, das ist schon wieder das Erste. Du musst die Demut haben, dass du zuerst mal in dir fest verankerst. Jeder Moment, der in dir auftaucht, jeden Moment, den du Geist erlebst, egal aus welcher Perspektive, mit welcher Maske, ist von den unendlich vielen Momenten, die prinzipiell in dir auftauchen können, programmabhängig, der Beste, den es zurzeit überhaupt gibt, sonst wäre er jetzt nicht da. Du musst wissen, Gott ist ein Lehrer, der nur das Beste will. Und überhaupt alles, was es zu erleben gibt, ist das, was jetzt ist, das Beste, was für dich überhaupt existiert, sonst wäre es jetzt nicht da. Was natürlich nicht unbedingt synchron mit deiner Meinung von Gut und Böse läuft. Dann müsste ich jetzt mit meinem Schnupfen sagen, das ist totale Scheiße. Aber diese Demut, wenn du hast, fordere dein Wille geschehe, aber ein gewissen Bewusstsein, dass du merken, das ist wirklich so. Das heißt, das muss man blind, da kommt jetzt, da fordere ich von euch blindes Vertrauen. Was aber ja nicht verbunden ist mit irgendwann, dass du was beweisen müsst oder was lernen müsst, sondern das ist der erste Akt der Demut, Gott Ehre zu erweisen, dass du weißt, Gott ist Vater und er will für seinen Sohn nur das Beste. Und jetzt geh wieder in diese normale, logische, geh in die Eltern, dass ich immer sage, da außen ist keine Welt und keine Naturgesetze, die unabhängig von dir existieren, was Materialisten glauben, die unveränderlich sind, sondern diese Welt da außen, ich benutze diese Beispiele von Naturgesetzen, alles was ich schreibe, sind Metaphern, so würde der Materialist sagen, für geistige Funktionen. Und du musst wieder gespiegelt denken, weil dein Geist so funktioniert, kriegst du genau diese Bilder, kriegst du genau diese Bilder. Und wenn du dann die geistigen Dinge erweiterst, verändern sich die Bilder in dem Maus, dass du Elefanten fliegen lassen kannst. Was zur Zeit mit Computeranimationen in Zeichentrickfilmen oder in die Filmen jetzt alles möglich ist. Denk an Inceptions, die Häuser hochklappen und das ist total, ich glaube es mir. Das ist, ich hatte jetzt erst so eine kleine Sache, jetzt raumzeitig gesprochen, die letzten Wochen sehr viel spazieren gegangen mit meinem Michael. Der wohnt bei mir um die Ecke. Ich sage immer, das ist mein Yoga-Lehrer, weil der ist Yoga-Lehrer gewesen. Gewesen deswegen, weil sie ihn jetzt aus der Hochschule rausgeschmissen haben. Volksschule, der hat an der Volkshochschule hat der Yoga gelehrt. Und der hat natürlich hier den Fehler gemacht, dass er gemeint hat mit Yoga, dass er da ein bisschen geisteswissenschaftliche Sachen, aber jetzt ganz neutral erklärt, er ist sofort hier, die soll hier sagen, wie die sitzen und umschreien und das ist okay, aber weh, den Leuten dann was vergeistert sein, will die Volkshochschule nicht. Und auf jeden Fall ist er ab und drum läuft, geht er, wir gehen ziemlich viel spazieren. Und da ist jetzt die letzten Tage, wo er sagt, wirklich, wenn du rumschaust, das ist ein Zustand, Klaus, wenn du im Geschäftsleben bist, auch wenn du gerne in der Natur bist. Wenn ich jetzt zum Beispiel immer als Prototypen den Udo nehme und ich beam mich jetzt einmal so 30, 40 Jahre zurück als junger Geschäftsmann, wo du voll in Saft und Kraft stehst und dir erklärt einer, dass du einfach irgendeinen Baum oder was anschaust und das 1000-mal befriedigender ist, wie wenn jetzt zu mir einer sagt, ich kriege einen neuen Auftrag über 250.000 Mark, dass das eine komplett andere Qualität von Glück ist. Das kannst du, das hätte mir keiner erklären können und darum versuche ich keinen zu erklären. Du musst da reinwachsen, du brauchst die Reife. Aber was ich jetzt eigentlich hinaus wollte, dass hier Sachen passiert, wo der Michael gesagt hat, du, wenn ich bisher nichts geglaubt habe,
Aber das mit dir, der ist jetzt 14 noch mit mir spazieren gegangen, fast jeden Tag. Das ist das Höchste, was er hier erlebt hat, weil ich laufe ja laufen. Ne? Ich bin halt der Laubertasche. Ne? Und ich sage, wenn ich jetzt allein gehe, ist es nichts anderes, bloß dass ich leise rede. Ich rede dann zwar, wenn was anderes, und darum stört er mich nicht. Der hört bloß zu. Und dann sagt er, das ist so, er hat ein schönes Beispiel, das ist so bizarr, dass er sagt, jetzt in meinem ganzen Leben, das ist so alt wie ich übrigens, rein zufällig, 54. In meinem ganzen Leben, sagt er, habe ich noch niemals sowas, das kann überhaupt nicht echt sein, die Welt um uns rum, sagt der Udo, seit ich mir die jede, ist wie hinter dem Horizont. Die Farben, wir haben einen Baum, du musst dir vorstellen, jetzt sagt, schau dir das, kannst du das geben? Ganz normal, vorige Woche oder vor 14 Tagen, wir stehen oben, strahlender Sonnenschein, der Himmel, die Kuppel, absolut ein strahlendes Blau, aber pass auf, du konntest schauen, wo du warst. Es war nicht ein Hauch von einer Wolke und kein Flugzeug, kein Kondensstreifen, es war nur Blau. Und dann stehen wir im Hintergrund und dann ist da ein Busch, ein Baum mit einer Farbe, mit einem Violett-Lila. Das ist wie hinter dem Horizont, das war so wie mit einer satten Ölfarbe, ein Klecks. Ja, er sagt, das ist Udo, das ist nicht echt. Hat er gesagt, das kann nicht echt sein. Ich habe dann recht dreckig angrinst. Und dann sage ich, schau, das ist jetzt das satt und es ist um uns herum nur Ruhe. Dann sind wir mal am Brombachsee. Brombachsee ist ja Urlaubsgebiet. Ja. Er geht mit mir mal am Brombachsee. Wir laufen mal am Brombachsee. Ganz normal, ein strahlend schöner Tag. Ich garantiere, ich glaube, wir haben keine vier Leute, es sind 18 Kilometer. Urlaubszeit. Wir haben keine vier Leute gesehen. Er war total leer, sagt du, und ich. Ich sage, um mich herum ist immer Ruhe. Ich habe um mich herum immer absolut. Ich habe die absolute Stille und die Ruhe um mich herum. Und da sagt er, wenn jetzt jegliche Form von Logik, wo du ansetzt, können wir jetzt wieder sagen, du suchst wieder nach einer logischen Erklärung im Raumzeitlichen. Es ist einfach so. Weil ich es nicht denke, ich genieße Stille, ich genieße die Stille und ich sage, die große Hektik, und du brauchst den Kontrast darüber hinaus, wie in unserem Zoo die Sache, die wilden Tieren und die gefährlichen, den Streichelzoo kannst du in den Hand nehmen, ne? Die Streichelzoo kann man in den Hand nehmen. Aber die Stinker und die gefährlichen, die sind immer im Zoo, zwischen dir und ihnen ist immer eine Glasplatte oder Wasserkram. Genau, ja. Und das ist der Gag. Und jetzt sage ich dir, wo sind die Politiker? Wo sind die Griechen? Wo sind die Tornados? Wo sind die Erdbeben? Immer ein Wassergraben zwischen uns und denen und eine Glasplatte. Das ist Fernseher. Ja, genau. Es ist die Realität. Es ist hier, du bist immer erdbebensicheres Gebiet, sage ich schon wieder bei dir. Keine Angst haben müssen. Erdbeben hier, erdbebensicheres Gebiet. Das ist toll. Das ist super, ja. Es ist, die Metaphern sind dazu da, unendlich viele, dass du deine geistigen Verknüpfungen, auch die ganze Entwicklung des menschlichen Körpers, bis zu jedem Knöchelchen, jede Kleinigkeit, wenn wir aufhören, die ganze Physik ist ja in Ansätzen. Und jetzt komme ich auf den Haramein zurück. Es ist also Haramein, dieses Video, diese sechs Stunden. Das ist jetzt erst einmal ein lustiges Kerlchen. Was? Ha? Haramein heißt der. Jetzt ist es, er ist ein Top-Materialist, es ist ein lustiges, aber was hier, pass auf, das erste, du hast dir die angeschaut, oder? Das erste ist, wir hatten mit die Fettings, die haben gesagt, Bruder, das ist mit dir anzuschauen, sag, wir können das gerne machen. Das dauert natürlich dann viel länger, weil das sind eh schon 6 Stunden Vortrag im Original und das ist mit Untertitel. Und jetzt ist natürlich, dass die Untertitel in Deutsch, dass wir dann die Wörter auffächern, dass der Zaster mal ist Physiker. Aber was das Interessante ist, dass da so viel reingepackt ist dazwischen drin, dass du das raumzeitlich überwinden musst, weil er sehr raumzeitlich ist, dann mit den Ufologien, aber dann die Sachen, sein Lachen immer, das ist so herzerfrischend. Er ist einfach nur, weil die Margot sagte, das sind ja beide auch Lehrer, die Fettings vor Überlingen. Und die haben so eine Freude gesagt, das ist so ein Spaß, den anzuschauen, wenn den Vortrag, dann lacht er immer. Und was da ganz rauskommt, das ist das Erste, was du merken musst, diese ganzen außergewöhnlichen Entdeckungen, die hat er nur in sich aus sich entfaltet. Er ist nur dieses neugierige Kind, was ja so in eine lustige Form des Vortrags eingepackt ist, wo er sagt, und dann habe ich das versucht zu visualisieren, er bringt dann ganz tolle Sprüche und dann habe ich das gedreht in meinem Kopf. Das alles, er macht alles in seinem Kopf, er hat ein Problem, er sagt, so kann es nicht sein, und dann dreht er das in seinem Kopf und dann irgendwann einmal nach Wochen kommt ihm dieses und jenes. Und das ist ja, das ist genau, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Er hat angefangen, in Frage zu stellen, was alle sagen, das ist, kann nicht sein. Und dadurch kriegst du Inspiration. Das heißt, du musst wissen, inspiriert, wenn ich sage, wie will ich denken, das ist wie wenn ich jetzt zu einem Kind sage, träum doch als Gott, er kann sich ja nicht raussuchen, was er träumt. Also kann ich keinen vorwerfen, dass er das träumt, was er träumt, weil er kann sich ja nicht raussuchen. Die sind auch freigesprochen, die Ebene. Aber er muss als träumender Geist, wenn er das Bewusstsein hat, alles, was ich träume, träumen ist